Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's, euer Alex, und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. In den letzten 2 Wochen habe ich wieder für euch Deals veröffentlicht und es waren einige Deals in der letzten Woche. Dementsprechend haben wir uns einiges, was wir uns anschauen können, und ich kann eins vorwegnehmen: es hat sich für manche Artikel super gelohnt, dazu zu greifen. Die sind restlos ausverkauft und die Marge ist dementsprechend jetzt super groß. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Video und freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst. Ja, Freunde, wie angekündigt, gab es in der letzten Woche bzw. in den letzten 2 Wochen sehr viele Deals. Ich wusste gar nicht, mit welchem ich anfangen soll, und wir fangen mal mit diesem hier an. Und falls du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren solche Themen wie das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, dann abonniere doch gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Und möchtest du solche Deals hier direkt auf dein Handy per WhatsApp bekommen, dann findest du die Beschreibung, wie du diesem Newsletter beitreten kannst, unten in der Beschreibung. Und dann kannst du das Ganze ganz kostenlos empfangen. Und wir fangen mal direkt an. Und zwar ging es hier um eine Citizen Solaruhr, die hier bei Otto für 99 erhältlich war. Ich habe das tatsächlich hier etwas günstiger angeboten bekommen, beziehungsweise über einen Gutschein hätte man das günstiger erwerben können, und zwar für 80 Euro. Das Ganze hat hier einen Vergleichspreis mit Idealo, eBay und Amazon von 125 bis 130 Euro. Dementsprechend waren hier ein Gewinn von 15 bis 20 Euro möglich und realistisch. Der Preis ist hier noch 99 tatsächlich. Ja, ich vermute mal, der wird noch steigen. Erfahrungsmäßig ist das so gewesen in der Vergangenheit. Und dementsprechend kann das hier dementsprechend immer noch gut verkauft werden. Besonders zu der Weihnachtszeit, die ja jetzt ansteht. Und der Gutschein ist leider jetzt nicht mehr gültig, somit ist das hier der Bestpreis. Schauen wir uns den nächsten Deal an, den ich gepostet habe, und zwar so eine Huawei Band 4 Pro. Und zwar gab es das Ding für 19 Euro, also ein richtiger Schnapper. Vergleichbare Preise waren hier ab 43 Euro bei Amazon. Wir schauen, wie viel Gewinn war möglich. Tatsächlich nur 10 bis 15 Euro, was schon recht gut ist für einen Einkaufspreis von 19 Euro brutto. Dementsprechend war hier auch das ein sehr gutes Schnäppchen, wo man zugreifen konnte. Und wie ihr sehen könnt, hier ist das Ganze restlos ausverkauft, also hier kann man nichts mehr geliefert bekommen. Auch eine Abholung ist in dem Falle nicht möglich, nur vielleicht, wenn es noch in einem Markt stationär erhältlich ist, könnt ihr das abholen und vielleicht für diesen Preis bekommen. So, auch hier wie gesagt ein sehr guter Deal gewesen. So, kommen wir zum nächsten, und zwar waren das solche von Sennheiser Headsets. Und es ist ein Gaming-Headset, dieser war erhältlich für 99 Euro. Wir können das hier bei Amazon immer in der History sehen. Falls du nicht weißt, was das für ein Tool ist, was ich hier nutze, blende ich dir hier oben ein. Kannst du in der Infobox das Video dazu einblenden und wie du das für deinen Browser installieren kannst und tracken kannst. So, und wir sehen hier, es war sehr lange Zeit, ab dem 3. Oktober bis zum, ja, ich glaube hier bis zum 11. Oktober war das Ding für 99 erhältlich, dementsprechend sehr lange Zeit sehr günstig erhältlich gewesen, und jetzt ist der Preis wieder bei 146 Euro. Genauso habe ich das hier auch eingeschätzt, und ein Gewinn von 20 bis 25 Euro ist dementsprechend sehr realistisch gewesen. Dieses Headset ist frei verkäuflich bei Amazon, dementsprechend auch gar kein Problem, das Ganze hier online zu stellen. Und gute Bewertungen hat es auch, darauf solltet ihr auch immer achten, und dementsprechend spricht hier nichts gegen, dass der Preis hier weiterhin stabil bleibt. So, kommen wir jetzt zu diesem Deal hier, das war ein sehr heißer Deal, und zwar ist das hier von Microsoft Surface Pen und eine Maus. Und das war natürlich ein Hammer überhaupt. Wir können das hier an der History sehen. Also ich sag mal, erstmal gepostet habe ich diese Maus und diesen Stift für 60 Euro und 8 Cent. So, und ich blende mir das mal ein. Ihr seht das hier zum Beispiel, 129 hat es ja generell gekostet. Dann haben wir einen kleinen Rutscher bis 102 Euro gehabt. Ich werde das Ganze hier mal in diese Ansicht einengen.
So, und wie schon gesagt, für 60,08 € in dem Zeitraum habe ich das hier veröffentlicht. Ich habe das natürlich schon vorher auf dem Schirm gehabt. Jedoch, wenn es so treppenstufig runtergeht, dann ist es meistens so bei Amazon, dass da noch bessere Preise folgen können, ja. Manchmal ist es so, dass man jetzt vielleicht zuschlagen muss, weil ja, der Preis dann direkt wieder hochspringt. Aber in dem Falle ging der Preis bis 53 €, ja. Und danach war aber Schluss. Entweder sind die Dinger dann ausgegangen, was ich nicht vermute, oder man hat es einfach nur beendet, dieses Angebot, ja. Auch für 60,08 €, wie ich das veröffentlicht habe, war auch hier echt ein guter Schnapper. Also ihr hättet es noch, ja, knapp 7 € noch günstiger bekommen können. Dennoch, wir sehen hier jetzt 134 € ist ein bombastischer Preis. Eingeschätzt habe ich das Ganze im Verkaufspreis ab 120 €. Wir haben es jetzt 134 €. Also hier 30 bis 40 € Gewinn. Und ich vermute mal, das Ganze gab es auch getrennt. Also der Stift war getrennt als ein Artikel und die Maus als ein Produkt auch. Und dementsprechend kann man das Ganze sogar hier getrennt verkaufen. Und wie wir sehen hier, nur der Stift kostet 70 € und nur die Maus kostet knapp 65 €. Dementsprechend auch hier könntet ihr das Ganze getrennt verkaufen. Und das war natürlich ein Bombendeal. Und ja, angesetzt habe ich hier einen realistischen Reseller-Gewinn von 30 bis 40 €. Dementsprechend ein sehr lukratives Geschäft wäre das hier gewesen. Wer das Ganze schon bekommen hat, beziehungsweise überhaupt bestellt hat, kann mir mal unten einen Kommentar hinterlassen, ob er da zugegriffen hat. Wie ich sehe hier, verkauft das nur Amazon und zwar mit einer Lieferzeit von 1 bis 3 Wochen. Dementsprechend hätte es sein können, dass ihr auch jetzt noch auf die Maus und den Stift wartet. Und aber wie gesagt, falls ihr das bekommen habt, gerne unten einen Kommentar hinterlassen, beziehungsweise bestellt habt, dann auch gerne. So, auf jeden Fall ein sehr cooler Deal. Wer hier zugeschlagen hat, hat nichts falsch gemacht. Also kommen wir zum nächsten, und zwar ein Razer-Mikrofon. Und zwar ist das so ein spezielles Mikrofon, X-Mercury-Serie. Und wir haben das Ganze hier für 44,99 € bekommen. Gepostet habe ich das für 49 €. Tatsächlich ist der Preis dann noch ein Stück tiefer gegangen. Und ja, vergleichbare Preise sind hier ab 75 € gewesen. Dementsprechend auch hier 10 bis 15 € realistischer Verkaufsgewinn. Und ja, wer hier zugeschlagen hat, kann sich auch freuen, weil das Ding ist jetzt restlos wieder ausverkauft und dementsprechend auch hier wäre nur eine Abholung bei Mediamarkt eventuell möglich. Lieferung kann man hier nicht mehr nehmen. So, kommen wir zum nächsten Deal und zwar war das hier eine Joystick von Hori oder wie man das ausspricht. Und zwar ist das für Nintendo Switch oder den PC. So, das Ganze gab es hier für quasi den gleichen Preis, wie er jetzt auch ist. Wir haben zeitlich hier, ich zeige das mal wieder in der History, zeitlich haben wir hier wieder Preise von 130 € gehabt. Es springt so ein bisschen hin und her. Rein theoretisch ist das immer eine Chance zum Wiederkaufen, ja, weil im Grunde genommen haben wir hier die Möglichkeit, ihr seht es hier bei eBay sogar für 181 € erhältlich. Dementsprechend auch hier sehr lukrativ. Also dieser Joystick ist derzeit noch verfügbar. Wer hier zuschlagen möchte, den Link packe ich euch unten in der Beschreibung. Ansonsten gerne abonnieren bzw. den Newsletter abonnieren per WhatsApp und dann bekommt ihr alle Deals. So, hier schlagt auf jeden Fall zu. Was ich dazu sagen möchte, ist 82 €. Das Ganze ist brutto, ja, wenn ihr aus dem Ausland kauft, dann werdet ihr die Vorsteuer hier in Deutschland nicht ziehen können. Deshalb, wenn ihr umsatzsteuerabzugsberechtigt seid und umsatzsteuerpflichtig seid, dann habt ihr die Möglichkeit, hier eure Umsatzsteueridentifikationsnummer bei Amazon zu hinterlegen und könnt im Ausland, EU-Ausland, dementsprechend umsatzsteuerfrei einkaufen. Ja? Falls ihr nicht wisst, wie das geht, ich werde in den nächsten Tagen ein Video dazu veröffentlichen, wie man diese Umsatzsteuer-ID einfügt bei Amazon in den Einstellungen, so dass der Preis dann für euch netto ist. Und falls ihr noch keine Umsatzsteuer-ID beantragt habt oder nicht wisst, wie das geht, dazu habe ich auch schon bereits ein Video gemacht, was in Verbindung mit eBay steht. Das findet ihr auch oben in der Beschreibung. Guckt euch das gerne an.
So, kommen wir zum nächsten Deal. Also rein theoretisch wäre hier 15 bis 30 Euro realistischer Verkaufsgewinn möglich. Und zwar ist das Ding bei Amazon und den diversen ab 150 Euro erhältlich. So, kommen wir zum nächsten Deal. Und zwar ist das hier auch so ein Joystick, ein Controller für Android-Handys. Ihr könnt hier quasi Sachen zocken. Und dieses Ding gab es hier für 44,99 €. Wir können das Ganze uns nochmal einblenden lassen. Das Ganze war nicht lange verfügbar. Und ihr seht es hier, 44,99 €. Dann ist der Preis auf 84 gesprungen und jetzt ist er gerade bei 99 Euro, beziehungsweise Amazon, wo er nicht auf Lager ist, weil alles restlos weggekauft. Jetzt ist das der beste Preis hier für 114,90 €. Vielleicht einer von euch sogar zugeschlagen hier und dementsprechend wird das jetzt hier verkauft. Alles richtig gemacht, definitiv. Ihr habt hier einen Reseller-Gewinn von 30 bis 40 Euro gehabt und dementsprechend habt ihr hier die Wahrscheinlichkeit, ist sehr groß, dass das Ganze hier zu verkaufen. Die Bewertungen seht ihr hier über 2000 Bewertungen, da kann man nichts falsch machen. Ja. Also wer hier zugeschlagen hat, auch alles richtig gemacht und gerne einen Kommentar hinterlassen, falls ihr dabei wart. So. Dann habe ich den gleichen Deal, wo es dann quasi sehr schnell hier bei Amazon vergriffen war. Ihr seht es hier, Freitag und Samstag war das Ganze hier vergriffen. Jedoch hat das Amazon bzw. Mediamarkt gleich angeboten. Und zwar für 44,99 € gab es das Ding hier auch zum Bestellen. Derzeit auch hier keine Lieferung möglich, nur Abholung. Eventuell hat es irgendein Markt noch und dementsprechend kann man es da für diesen Preis dann noch bekommen. Ansonsten ist das Ding hier restlos ausverkauft und ist dir nicht mehr zu bekommen. Falls ihr zugeschlagen habt, wie gesagt, alles richtig gemacht. So, dann kommen wir hier zum nächsten Deal und zwar dem zum letzten Deal. Und zwar hier ein Lego-Set City 60271, ein Stadtplatz, war hier für 134,99 € zu bekommen mit einem gewissen Gutscheincode und einer Kundenkarte. Ihr müsstet eine Kundenkarte erstellen oder ihr habt schon eine und dementsprechend habt ihr mit diesem Gutscheincode das Ganze hier bekommen können. Der Gutscheincode ist dementsprechend jetzt auch schon abgelaufen. Ihr hättet hier einen Reseller-Gewinn von 15 bis 30 Euro sogar gehabt. Das Ganze war hier für 134,99 € erhältlich, falls ich es noch nicht gesagt habe, und ist hier mit einem realistischen Verkaufspreis von 170 Euro bei eBay schon, ist man da gut dabei. So, das waren alle Deals, die ich in den letzten 2 Wochen gepostet habe. Und ihr seht es hier, jeder Deal hat sich im Grunde genommen gelohnt. Andere Deals sind jetzt derzeit wieder auf diesem Niveau, dass man diese einkaufen kann, um diese gewinnbringend wieder zu verkaufen. Und falls du, wie gesagt, genau solche Deals bekommen möchtest, wie du dich zu dem Newsletter per WhatsApp anmelden kannst, alles unten in der Beschreibung. Und sonst freue ich mich, wenn dir dieses Format und dieses Video gefallen hat. Gib dem Video gerne einen Daumen hoch. Und wenn noch nicht getan, freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst. Drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Alles Gute, viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen. Dein Alex, ciao.